Was geht ab, meine lieben Leute, zu dieser neuen Folge Schotterleben? Es ist jetzt Sonntag, das Wetter ist so lala und ich habe jetzt entschieden, eine kleine Tour zu machen. Es ist kurz vor 12, ich habe schon meinen Foto-Franz-Dress und meine Radlerhose an und ich gehe jetzt los. Ich filme euch auch ein bisschen heute On-Ride-Tour-mäßig. Mal gucken, wie es alles funktioniert und wünsche euch viel Spaß dabei. Alles Weitere dann im Laufe des Videos. Erstmal Intro, let's Schotter, Baby. So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Okay, hier ist schon mit dem Aufstieg. Nicht krank, aber ist natürlich anders, Leute. Vier Prozent. Oh, fuck. Hab's geschafft. Lindenhaus. Mega. 11 Kilometer jetzt. Schöne Aussicht hier. Privat. Gibt's wohl nichts zu essen. Kann ich das? Meine lieben Leute, was geht ab? Erstmal kurze Pause hier. Bin jetzt in Lauf. Quasi erste Etappe. Geschafft. Das war jetzt die ganze Zeit ein kleiner Aufstieg. 3-4%. Als nicht Bergmensch, doch anders. Das gute Rad. So weit, so gut. Schaut ein bisschen durchwachsen und leicht tröpferisch. Aber ja, sage ich noch kurz was. Und dann geht's zur richtigen Ascent to the Heavens. Burg Neuwinde Ziel. Ja, erstmal hier so ein Riegel-Snack. Nehmt auch nichts Flüssiges Mittagessen. Ist jetzt 1. Ja, das will ich machen, ne? Ja, Leute, herzlich willkommen in Lauf, wo alles berg ist. Oh, 9 km/h. Höchster Gang, 4% Steigung. Bin schon auf 238 Meter. Ich glaube, starte ich bei 130, also 100 Höhenmeter gemacht. Nicht viel, für mich viel. Ja. Schön hier. Immer weiter. Oh, hier, Leute. Oh. Wenn man das sieht. Voll schön hier. Kurz Shot machen. Der Laufbach, da ist er. Gerade Foto mache ich hier. Jetzt geht's hoch. Okay. Rechts Burg Neuwinde. Da wollen wir hin. Hä, hey, geht's hier runter oder was? Hä? Hey. Ja, macht gar keinen Sinn. Abfahren! Ach nee, hier geht's hoch. Okay. Okay, Leute, lasst es erst sein. Höhenmeter gemacht schon. Ich hoffe, ich fährt kein Auto zusammen. Oha! Oha, Leute! Ha, ha, ha. Bin einfach am Rad hochgefahren. Hab's geschafft, Leute! Ha. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hier bin ich, Burg Winter, es ist jetzt 13.16 Uhr, also gute Stunde.
Da ist sie. Burg Neuwinberg, sorry. Mein erster, also mein zweiter Mountain eigentlich. Der erste war Daselstein mit Steffi. Hab da auf Strava gesehen, habe ich aber kein Video gemacht, glaube ich. Ja, geil, geil, cool. Mega. Hammer. What the fuck? Ist das Hagel? Oh mein Gott, das Hagel? Ich glaube, ich muss jetzt zur Burg hoch. Hier ist jetzt. Ach krass, hier geht's rein, nice. Schön hier. Das ist eine alte Kackburg. Aber ein cooler Shot fürs Rad. Warum nicht? Leute, was soll ich sagen? Top of the Mountain hier. Wir sind hier auf der Spitze des Hagels, aber der Leicht ist aber gerade episch. Das hat sich gelohnt. Ich hatte erst gar keinen Bock gehabt, richtig. Und dann bin ich doch los und jetzt habe ich den View hier, ey. Vor Lifetime, Mann. Hammer. Echt wild. Ich bin der König der Welt, wird Leonardo DiCaprio sagen. Hammer. Ich fahre jetzt wieder runter. Abfahrt steht an. Let's fucking roll, baby. Let's fucking roll. Okay, Leute, Matt ist dann. How? Let's fucking go, baby! Das war ja, hallo Leute, die Abfahrt war anders. Es war so steil. Danke, Komoot. Naja, was soll's, Leute? Ich bin jetzt hier mit dem Wald kurz anhalten müssen. Hat mich gerade dahin gesetzt. Weil nach dem Trailer, da war der Akku von der GoPro ist dann leer. Ich habe da anfangs gesehen, das war dann komplett Matsch. Hier ist alles Matsch. Das Bike sieht auch entsprechend aus. Es war alles so nasser, tiefer Matsch und da bin ich durchgestrampelt. Kreislauf ist komplett. Komplette Bachuntergangen. Ich habe mich da schon wieder gefangen, gerade ein bisschen durchgeschnauft. Nochmal einen Schluck Wasser getrunken. Ich habe noch viel Wasser da, also 500 ml ist zu wenig. Irgendwo meinen Zuckerspiegel hochkriege. Habe ich noch nie gehabt, weil so Kreislauf-Kollaps-mäßig. Weiter geht's. Ich muss auch. Es wird langsam kalt. Ich habe jetzt auch ganz nasse Füße, war alles voller Pfütze. Mein Arsch sieht wahrscheinlich aus. Keine Ahnung.
weiter jetzt. Heim. Naja, hilft nichts, Leute. Hilft nichts. Muss. 120er Puls wieder. 110, ja. Okay. Oh, das war gerade wild. Und kannst hier schon sehr. Tarnung Angelsee. Episch. Da. Berge. Wolke, Regen. Ich hoffe, die Regenwolke kommt nicht zu mir. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, Leute. Das sage ich euch jetzt gleich. Ach, Scheiße, ist echt. Gar keinen Bock auf Regen. Der Regenfront zu entkommen. Komm schon, Leute. Jetzt fällt's. Ah, hilft ja nichts. Ah, Leute. I made it. Ich hab's gefunden. Bin Gammtürst. Bin quasi gleich daheim. Noch der letzte Fahrradweg heim. 34 Kilometer sind dann nachher nochmal plus 3 jetzt. Ah. Ja, schöne Tour und bin auch trocken geblieben, größtenteils, außer am Rücken von dem Matsch vorhin. Ja, da geht es kreislaufmäßig wieder besser. Der Riegel hat geholfen, glaube ich. Aber hier, blauer Himmel, erwartet mich. Ich habe meinen Weg nach Hause hier. Ich wollte nochmal sprinten jetzt, aber keine Power mehr, das ist auch Gegenwind. Alle pfützig fahren, dass der Batsch ein bisschen runterkommt, aber ja, es geht. War schon schlimmer. Bin nochmal gut durch pfützig gefahren. War in Ordnung. Ich habe wieder Acker mitgenommen. Na ja, gut. Soweit. Jetzt doch kurz abwischen. Ein bisschen mit gutem Regenwasser hier. Beine haben auch ein bisschen was abbekommen und Schuhe haben wir auch gleich abwischen. So, liebe Leute, das war's soweit. Kleine Nachbesprechung, ich gucke mir die Tourdaten gleich nochmal an. Aber alles in allem, ja, coole Tour. Ja, Bergbeklungen, 220 oder so Höhenmeter. Spannend, anstrengend, Kreislaufkollaps, alles dabei eigentlich. Was willst du noch mehr heute? Alles erlebt. Jetzt geht's erstmal duschen. Lasst gerne ein Abo da für mehr Gravel-Videos. Schreibt mir doch drunter, wie euch die Tour gefallen hat, ob euch der Style mit dem Vlog so gefallen hat. Ich bin jetzt erstmal dran, wie gesagt, mit den Videos. Mal gucken, wie es sich entwickelt, wie es kommt. Das war jetzt erstmal das erste Video. Mir hat Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, Abo hier, Abo nicht vergessen. Und Daumen hoch, ihr kennt's. Dislikes sieht man sowieso nicht mehr, deswegen Daumen hoch. Hilft nichts. In dem Sinne, lasst schottern, Leute. Haut rein, bleibt sauber und Peace, euer Sandy.
matter, it wouldn't matter for us.